Die Tübinger Kinderchirurgie hat am gestrigen Tag des brandverletzten Kindes über die Gefahr für Kinder und Babys durch heiße Flüssigkeiten informiert. Demnach stammen mehr als 70% kindlicher Hitzeverletzungen von Verbrühungen. Da die Haut von Kindern unter 5 Jahren nur ein Viertel so dick ist wie die Haut eines Erwachsenen, kann schon eine Tasse heißen Tees die Körperoberfläche schwer schädigen und bleibende Narben verursachen. Ein Großteil der thermisch verletzten Kinder ist jünger als 4 Jahre.